Straße, das ist ein Trampelpfad. Wem sagst du das? Da war das Bullenreiten ja noch leichter. Jetzt kriege ich blaue Flecke auf meine blauen Flecken. Also ehrlich, Mickey. Ach. Es tut mir leid, Kid. Ich habe mich immer auf deine faszinierende Konversation gefreut. Aber solange dein Stimmensynthesizer nicht wieder okay ist, sehe ich mich einfach gezwungen, dein geistreiches Gequatsche auf offizielle Dinge einzuschränken. Kid? Bitte, Michael. Sei mir willkommen, Kumpel. Willkommen zu Hause. Bitte geh auf Überwachung. Wie Sie wünschen. Okay, Kid, ich gehe auf Silent Mode. Siehst du auch, was ich sehe? Ich denke schon. Halt das auf Video fest. Mach ein paar schöne Aufnahmen. Ich sehe mir das mal aus der Nähe an. Ein paar schöne Aufnahmen, aber bitte. Scharfes Foto von Nash, das ihn beim Anheften der falschen Tickets zeigt. Wie Sie wünschen, Michael. Erledigt, aber jetzt sollten wir lieber verschwinden. Ich orte... Hier ist jemand. Danke, Kid. Ich bin auf dem Weg. Schneller hergekommen, als ich dachte. Komm, wir schneiden ihm den Weg ab. Ich höre es, Kumpel. Aber ich sehe es nicht. Eine Baumstammlawine direkt über uns. Wir können nicht mehr ausweichen. Da müssen wir jetzt durch. Hey, wir hatten das Licht ausgemacht. Mickey! Mickey, wir hatten diesen Scheiß auf uns geschmissen. Nein, nein, nicht schon wieder. Komm schon, bitte, bitte. Komm schon. Kid, mach Schluss, hör auf. Danke, Michael. Ich wollte Sie gerade fragen, wie wir aus dieser Zwangslage herauskommen. Ja, sag mir doch bitte, wie wir das in einen Haufen Zahnstocher verwandeln können. Eine gute Frage, Michael. Den Turbo-Boost können wir jedenfalls nicht einsetzen. Wieso nicht? Wir haben genug Kraft. Bring deinen Turbo auf maximale Schubkraft und spreng uns hier raus, Kumpel. Nein, Michael, die Kraft reicht nicht, weil die Baumstämme sich um uns herum zu einem gigantischen Käfig verhakt haben. Ich fürchte, wir sitzen fest. Na gut. Wir schütteln das Ganze erstmal kräftig durch. So, als hätte das gereicht. Okay, Kumpel. Leg los. Sehr gut, Kumpel. Jetzt ganz schnell weg hier. Die Holzstämme werden hier geklaut. Und dann verkaufen wir sie zum halben Preis. Ja, wir haben Beweise, um Nash und die Schweinehunde in den Knast zu bringen. Geht langsam. Das war das zweite Mal, dass sie auf uns warteten. Den Tipp kann ihnen nur ein Mitwisser gegeben haben. Vielleicht war es Nash beim ersten Mal. Aber dass wir hierhin fuhren, wusste er nicht. Bevor ich ihn mir vornehme, muss ich rausfinden, wer noch in die Sache verwickelt ist. Gib ihn, Devin. Dein Genöle ertrage ich gerade noch. Immer schön langsam, klar? Mir gefällt das kein Stück besser als dir, Mickey. Es ist die Hölle. Mickey? Was macht ihr? Er kommt. Knight Rider.